Und hier sind wir wieder in Haven. Willkommen zurück zum Let's Play Myst 4. Ich finde ja trotzdem noch, das sieht aus, als würde ein Mann angekettet sein. Wir können nicht in die Richtung, können nicht in die Richtung. Da waren wir schon. In die Richtung können wir. Ja, das ist so die einzige Richtung, in die wir können. Die können wir auch noch. Was ist da? Gitter. Jedenfalls sind wir das letzte Mal hier in Haven angekommen, nachdem wir aus Serenia wieder angekommen, zurückgekommen sind. Also hier gibt's nichts. Nein, hier gibt's nichts. Die Hand reagiert nicht. Nee, ich dachte, die hätte reagiert. Ja. Dann sehen wir uns mal weiter hier in Haven um, in der Gefängniswelt von Akna. Wir wissen ja, er ist mittlerweile auch nicht mehr hier. Dunkel. Aber ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Irgendein Monsterviech. Irgendein Monsterviech. Es ist sehr beruhigend. Irgendein Monsterviech. Oh, das ist... Ich finde es hier cool. Ich finde es hier sehr schön. Ja, ich denke, gehe ich einfach mal hier hin. Hallo? Ich habe da was gehört. Achso, das waren meine Schritte. Ah, oh, wie paranoid man sein kann. Wie paranoid man sein kann. Das ist sehr schön. Hey, ich hör schon wieder was. Hallo? Ach, das ist nur dieses fliegende Vieh. Vieh. Ich bin schon wieder so nett. Entschuldigung, ich musste gerade husten und was trinken und habe auch gleich mal den Timer gestartet, deswegen ein kurzer Schnitt gewesen. Und da liegt eine Leiche. Oh mein Gott. Oh, kleines putziges Etwas. Na gut, ich gebe zu, nicht ganz klein, putzig, unschuldig. Das ist, glaube ich, das Vieh, was auf der Zeichnung zu sehen war. Das ist das. Intelligenz. Spürsinn. Unauffälligkeit. Und Geduld. Seine Geduld nicht zu vergessen. Also wenn er versucht hat, das Quadrat in die Lücke reinzubringen, dann hat er das aber gänzlich verkehrt gemacht. Ich werde es einfach mal fotografieren. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Relevanz hat. Aber ich habe doch genügend Platz zum Fotografieren. Von daher, ja. Nutze ich das. Sonst in die Richtung geht's nicht, ne? Nein, also wieder zurück hier in die... Hallo, Finger. Genau. Aber in die Richtung ging es noch. Hallo, hallo, hallo. Kimmy, guck mal, das ist was für dich. Ich weiß, du guckst dir wahrscheinlich Myst Let's Plays nicht an, aber die Szene werde ich dir schneiden und dir zuschicken. Guck mal, ich fasse sie sogar an. Nein, Kimmy. Ich würde dich doch nicht ärgern. Nein. Würde ich nie. Ist ja nicht so, als ob Chris dich nicht schon genug ausgelacht hat, deswegen, ne? Für diejenigen, die jetzt keine Ahnung haben, worauf ich anspiele, ich spiele gerade auf eine Szene an, aus dem Together von Kimmy und mir, wo sie mir erzählt hat, was sie am meisten, also was sie ganz eklig findet. Und das sind Krebse. Ey, ich höre da die ganze Zeit. Oh mein Gott, bist du putzig. Dich höre ich die ganze Zeit. Ich habe irgendwas jetzt hochgefahren.
Das soll nochmal runterkommen. Genau, komm nochmal runter. Ich will nochmal wissen, was das überhaupt ist. Das habe ich hochgefahren, ne? Ich glaube, ja. Da ist nichts drin. Hallo. Hallo. Ich will dich anfassen. Ich kann dich nicht anfassen. Schade. Jetzt gibt es hier gar nichts. Weil der Aufzug funktioniert. Also ich nehme an, dass das so ein Aufzug ist. Wahrscheinlich ist das auch mein Ziel. Mal gucken. Dann gehe ich halt zurück. Oh Gott. So. Aus der Richtung kam ich. Ach genau, hier aus der Richtung. Ah, der hat da oben sein Nest. Habe ich das gerade richtig gesehen? Sehe ich nicht mehr. Egal. So, hier hoch. Und in die Richtung habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal dort unten und einmal dort oben. Ich gehe erstmal hier oben. Also, ihr könnt nicht sagen, dass das nicht geil aussieht. Das sieht doch mal unglaublich toll aus. Auch mit den Lichtreflexen und alles. Ich glaube, ich habe einen neuen Bildschirm im Hintergrund. Oh mein Gott, das sieht so... Es sieht unglaublich toll aus. Auf der Seite richtig schönes Sonnenscheinwetter und alles. Und hier ist es düster und unheimlich. Was für eine geile Welt hat sich der Atrus nur ausgedacht. Aber hier weiter runter komme ich nicht, ne? Gut. Ist einfach nur, um die Aussicht zu genießen. Dann gehen wir mal hier weiter. Es sieht auch sehr, einladend aus. Da ist nichts, okay, gut. Kisten? Kisten? Ich nehme spontan an, dass er hier gehaust hat. Ganz spontan. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich nehme es mal an. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Oh Mann! Oh. Hallo? Hallo? Das ist... Oh Gott! Gut, dass es mich nicht gesehen hat. Toll, jetzt bin ich dank dem komischen Vieh oben runtergefallen. Toll. Super. Das hört sich voll lustig an. Aber die Gegend sieht wirklich schön. Da ist mein Zelt. Da ist mein Zelt heruntergefallen. Also nicht mein Zelt. Das von Ekena. Oh mein Gott, ja. Ey, ich habe hier gerade voll Schiss. Da ist der Löwe. Oder Jaguar. Oder. Nee, ich gehe wieder zurück. Ich gehe definitiv wieder zurück. Ich gehe nicht in die Richtung. Welche Richtung haben wir noch? Wir haben noch die hier. Ich hab voll Schiss hier, dass der Löwe mich an... Löwe. Tiger, Löwe. Nee, sag ich Kätzchen. Da aus der Richtung kam ich, ne? Ich fuchtel so herum. Ich verliere die Orientierung immer. Da! Da sind Äffchen. Hallo. Hallo. Einer von euch wollte mich vorhin anfassen. Perverse Sau. Komme ich jetzt aus der Richtung? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich... Oh Gott! Oh Gott! Wenn du dich hier nicht die ganze Zeit bewegst, dann kriegst du ja die meisten Sachen gar nicht mit.
Hallo, hallo. Da sind sie überall. Da sind sie auch. Aha. Von da kam ich. Kann ich hier noch irgendwo lang? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist das eine Sackgasse. Gut zu wissen. Man soll dann wahrscheinlich das da sehen, oder? Weil irgendwo... Sag bloß, ich habe einen Weg freigemacht. Ich habe einen Weg freigemacht. Ey, das ist doch mal cool gemacht hier. Das ist doch mal... das ist richtig geil gemacht. So, dann gehe ich mal nach oben. Gucken, was ich da finde. Da finde ich Knochen. Und eine komische Vorrichtung. Ich gucke mir natürlich als erstes die Knochen an, ist klar. Ja, genau. Genau. Du weißt, du willst die Frucht. Komm, Kleiner. Das ist es. Ja, Eckner hat definitiv gejagt. Das sieht mich auch aus wie eine Armbrust. Da sind auch Stristlichten und Köpfe und... Ach, Eckner, warum bist du nur so? Was bewirkt das? Muss bestimmt eine bestimmte Code-Richtung eingeben. Aber was genau, weiß ich noch nicht. Ja, das werde ich mal ganz spontan später mal erfahren. Nehme ich mal ganz, ganz, ganz spontan an. Ja. Hier war ja sonst nichts weiter, dann gehe ich wieder zurück. In die Richtung. Da noch weiter, ne? Oder? Hallo. Hallo. Nee, ja doch. Ich bin richtig gelaufen. Glaube ich. Dann gehe ich mal den Weg lang. Ich weiß nicht, von wo ich herkam. Ging doch eben auch genau da gegen den Finger. Ach, hier bin ich wieder. Ja, ich dachte es mir schon, dass mir genau das gezeigt wird. Faszinierend, was es für Zufälle gibt, ne? Naja, das brauchen wir uns jetzt nicht weiter angucken. Das haben wir ja schon live miterlebt. Die Richtung? Bin ich schon mal hier lang gelaufen? Nee, ne? Dank eurem Artgenossen bin ich runtergefallen. Ihr kleinen Bürschchen. Deine ist schon mal abgehauen. Oh Gott! Ey, das war ich nicht, ne? Kann ich da jetzt einfach vorbei? Der ist doch beschäftigt, ne? Der wird ja mich wohl nicht angreifen. Ach, und da kommt noch ein Artgen... Also so ein... Der denkt sich... Num, 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 num.
Ja. Ich würde mal sagen, mit dem Anblick auf in die Richtung, die ist viel schöner. Sag ich mal, wir sehen uns im nächsten Part, in dem wir uns weiter hier in Haven umsehen werden. Und ja, mal sehen, was uns noch so erwartet, was uns noch so überrascht und erschreckt. Bis dahin dann. Tschüss, eure Tai.